Herzlich willkommen, meine lieben Lablinge. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Format Ivy interviewt wichtige Persönlichkeiten. In diesem Fall haben wir heute zu Gast Mary Achterspring. Sie ist Kommodorin der Donnergurgler und berichtet uns, wie es dazu gekommen ist, dass sie dieses wichtige Amt bekleiden darf. Danke, danke. Achter. Hallo, Frau Achterspring. Danke. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich zieh mal den Mantel aus, ne? Ist ein bisschen warm hier mit den ganzen Lichtern und so. Ah, Sekunde. So viel Zeit muss sein. Ja. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich einige Fragen an Sie. Dich. Ja, also. Moin. Also für dich ist das Commodore Marianne Achterspring von den Tiden. Also meine Freunde, die dürfen mich Mary nennen. Dafür qualifiziert man sich allerdings erst, wenn man mir einen ausgegeben hat. Zuerst mal, wie kam es dazu, dass Sie damals noch als Captain das Kommando über ein Schiff übernommen haben? Ja, gut, also erhalten ist vielleicht das falsche Wort. Ich war auf der Suche nach einem Schiff und wurde von der Taverne etwas abgelenkt. Ja, als ich mitten in der Nacht einmal austreten musste, hörte ich ein Platschen. Ich ging also recht angetrunken aus dem Abort raus und machte mich auf die Suche nach der Ursache des Platschens. Und da sah ich im von Mondlicht beglänzten Wasser eine zappelige Gestalt. Ich dachte mir noch, das Wasser ist nicht besonders tief. Das kann ja eigentlich kein Erwachsener sein, der da drin ist, und dachte, da ist wahrscheinlich ein Kind reingefallen. Gut Mensch, wie ich bin, bin ich natürlich ins Wasser gewartet, näherte mich diesem Platschenden etwas, hab danach gegriffen, zog es raus, sah es mir an und hatte eine Zwergin am Schlabittchen. Diese Zwergin hat erstmal ziemlich laut geflucht, hat versucht, irgendwie ihren Bart wieder zu glätten und war deutlich ungehalten darüber, dass sie nass war. Ich weiß nicht, ob sie sich auskennen mit Zwergen und Wasser, das ist keine so gute Kombination. Jedenfalls, ich setzte sie auf dem Steg ab und sie faselte dann irgendwas von einer Lebensschuld und dass sie auf ewig in meiner Schuld stehen würde und das jetzt abarbeiten müsse und dass sie mir beiseite stehen würde, so lange ich das bräuchte. Und dann habe ich mir kurz vorgestellt, wie das wohl so ist mit einem Zwerg an Bord, und sagte, ja gut, wir stechen dann morgen in See. Und ihr müsst euch vorstellen, ein Zwerg, der gesagt bekommt, dass er zur See fahren muss, sie ist schlagartig kreidebleich geworden. Es war zum Brüllen. Ich habe es eigentlich nur gesagt für den Witz, aber ja, es ist dann doch ein bisschen mehr draus geworden. Auf jeden Fall hat sie mich dann recht früh geweckt und hat mir mitgeteilt, dass sie eine Crew zusammengestellt habe, wie ich ihr angesagt hatte, und die würden darauf warten, dass ich sie inspiziere. Ich war ein bisschen überrascht, habe das aber dankend angenommen und bin dann vor die Taverne, habe mir dann erstmal diese Anwärter angesehen und habe festgestellt, jo, mit denen kann ich was anfangen. Da hat die kleine Zwergin schon ganz gute Arbeit geleistet. Dann ging es eben darum, das Schiff zu besorgen. Ich wusste, dass diese Zwergin, ihr Name war übrigens Ona Goldhand oder ist Ona Goldhand, sie ist immer noch Crewmitglied. Und die ist eine Edelsteinfachfrau. Und das hatte sich in dieser Örtlichkeit, in der ich mich da gerade befand, auch schon rumgesprochen, dass diese Zwergin Edelsteinfachfrau ist. Und ich wusste, dass da jemand sein Schiff verkaufen möchte. Also habe ich Ona taktisch klug platziert, bin zu einem Schiffsverkäufer gegangen, der seine dreimastige Karavelle zum Verkauf gestellt hat. Habe ihm ein paar Edelsteine angeboten. Es war so, dass er von Ona schon gehört hatte und ohne mein Zutun, ohne dass ich irgendwas dazu gesagt hätte, gesagt hat, ja, ich weiß, dass hier jemand Kundiges im Moment vor Ort ist und ich werde die Edelsteine von dem prüfen lassen. Dann habe ich gesagt, aber selbstverständlich, sehr gerne. Ona hat ihm selbstverständlich die absolute Wertigkeit dieser Steine bestätigt. Wir haben angefangen, das Schiff zu beladen und für die Abreise fertig zu machen, gemeinsam mit der Crew. Und er war glücklich mit seinen Steinchen. Lustig war es, als wir dann abgelegt haben. Er hat dann noch mit den Steinen in der Hand gewunken zum Abschied, wie wir gerade am Ablegen sind. Und hat dann wohl irgendwann, als wir schon ein ganzes Stückchen vom Hafen entfernt waren, Ona auf dem Schiff erkannt. Und die sind voll Schreck
die Steine aus der Hand gefallen, die auf dem Boden zerschellten und in 1000 Teile zersplitterten, wodurch ihm wohl klar wurde, dass es vielleicht ein bisschen anders mit den Steinen ist, als er gemeint hatte. Aber gut, das Leben ist hart, nicht wahr? Das klingt illegal, aber enorm spannend. Eine Zwergin auf See, das ist interessant. Als Piraten unterwegs haben sie dann doch den Sprung in die Legalität geschafft. Wie lief das ab? Ja, Sprung in die Legalität, also wir sind ja keine Piraten, wir sind Freibeuter. Und ich weiß nicht, ob ihr Kasten da das weiß, aber Freibeuter sind im Prinzip Piraten mit einem Schein, der ihnen erlaubt, das zu tun. Die machen das dann im Namen eines Landes und können das tun, was sie ohnehin tun und kriegen dafür auch noch Sold. Kam mir eigentlich nach einem ganz guten Geschäft vor. Aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, war ich in Schwierigkeiten. Und der damalige Vogt von Münzquell ist in Erscheinung getreten, Chubar el Abarain. Er griff uns etwas unter die Arme. Und wir haben ein Arrangement gemacht, bei dem wir eben bei ihm in Sold traten. So waren wir an Münzquell gebunden in einer positiven Weise und haben dann ja die beste Entscheidung getroffen, die wir treffen konnten. Ich meine, wir machten, wie gesagt, weiter das, was wir ohnehin taten und bekamen noch Sold und Schutz dafür und eine Heimat in Münzquell. Und das ist, warst du schon mal in Münzquell? Also es ist sehr, sehr zu empfehlen. Ich höre daraus, dass sie das Schiff im Prinzip verloren haben. Es gehörte doch, wenn auch nicht auf vollkommen legalen Wege, ihnen. Hat dieser Vogt es aufgekauft? Wie müssen wir uns das vorstellen? Mal ganz langsam. Das ist vollkommen aus dem Kontext gegriffen und ich bin nicht hergekommen, um mich beleidigen zu lassen. Ich habe Leute schon wegen weniger zu Greg kuscheln geschickt. Gutes Stichwort, Greg. Was hat es damit auf sich? Ein zahmer Kraken. Das muss doch wohl Seemannsgarn sein. Mädel, du lebst gefährlich. Aber ich erzähle dir trotzdem gerne die Geschichte, wie wir zu Greg gekommen sind. Es war so. Wir waren auf See unterwegs und ein Sturm zog auf. Ein enormer Sturm. Also das Wasser kam nicht nur von oben, es kam von der Seite. Von unten kam es natürlich auch noch vom Meer. Der Wind peitschte dir ins Gesicht. Die Segel sind gerissen wie Papier. Und wir hatten wirklich alle Not, das Schiff überhaupt vom Kentern abzuhalten. Blitze durchzuckten die Szenerie und Donnergrollen war zu hören. Und plötzlich kam da ein Grollen aus der Tiefe des Meeres, was nicht mit dem des Donners vergleichbar war. Es war ein Grollen, das dir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Und dieses Grollen war gefolgt von einer Stille. Einer Stille, in der die Zeit stehen geblieben schien. Nach dieser unendlich langen Stille schnellten auf einmal riesige Tentakeln aus dem Meer hinauf und umklammerten das Schiff von beiden Seiten. Und als wäre der Sturm nicht schon schlimm genug, waren jetzt noch diese scheiß Tentakeln da. Und die haben die ganzen tapferen Matrosen wie reife Äpfel von dem Schiff gepflückt und in die Tiefe gezogen. Du hast das Schreien dieser Männer gehört, was immer plötzlich wieder verstummte, sobald es unter Wasser gezogen wurde. Es war eine Szene aus Albträumen. Es war der blanke Horror. Und wir wussten einfach nicht, was wir tun sollten. Wir waren verzweifelt. Wir haben versucht, immer noch gegen den Sturm anzukämpfen. Die Männer wurden immer weniger. In dieser größten Stunde der Not hörte ich dann meinen damals ersten Mat, Jamie McIntyre, Sie kennen ihn vielleicht, jetziger Captain der Donnerwoche, und er rief: Werf den Rum über Bord! Also, ich habe ihm erstmal einen gescheuert und sagte: Jamie, wir werden doch nicht alle sterben. Aber dann hat er mir erklärt, was er eigentlich vorhatte. Er dachte sich, dass diese Tentakeln wohl zu einem Ungeheuer gehören müssten, was unter dem Schiff war. Und mit dem Rum verhält es sich ja so, dass man durchaus ein bisschen ruhiger, gelassener und vielleicht besser gelaunt wird, wenn man den Anschluss hat. Also war seine letzte Überlegung, dass er damit dieses Vieh beschwichtigen könnte. Schweren Herzens konnte ich seine Schlussfolgerung nachvollziehen und habe den Befehl dazu gegeben, einen Teil unserer Rumreserven
ins Meer zu schütten. Nach kurzer Zeit schien das Ganze Wirkung zu zeigen. Die Tentakeln wurden etwas langsamer, ein bisschen weniger zielgerichtet. Sie verfehlten häufiger mal noch ein paar Mannschaftsmitglieder, bis sie sich dann schlussendlich langsam wieder ins Meer zurückzogen. Der Sturm lichtete sich, ein paar Sonnenstrahlen waren zu sehen und wir dachten, wir hätten es geschafft. Doch weit gefehlt an dieser Stelle, denn was passiert, wenn man nichts mehr zu trinken hat und ordentlich gesoffen hat davor? Man hat einen Kater. Und was ist, wenn man einen Kater hat? Man ist ein wenig ungehalten. So auch Greg. Also fing er wieder an anzugreifen und diesmal kam die Schlussfolgerung schneller. Was tut man gegen einen Kater? Weiter saufen. Also haben wir noch ein wenig Rum über Bord gekippt, diesmal natürlich nur wenig. Und ja, so kam es dazu, dass Greg bei uns geblieben ist. Immer auf das nächste Fass rumbedacht. Er hat sogar irgendwann verstanden, dass unser Wohlergehen von seiner Rumration abhängig ist und umgekehrt. Und hat dann auch mal bei Gefechten mit eingegriffen und unterstützt. Schiebt so ein bisschen an bei Flaute. Also es ist inzwischen ein Crewmitglied, was ich nicht mehr missen möchte. Und ja, wir profitieren voneinander. Wow, das klingt unwahrscheinlich. Sie haben also ein unschuldiges Tier alkoholabhängig gemacht und leben jetzt in einer Art symbiotischen Gemeinschaft. Unschuldig? Welchen Teil von pflückte Menschen wie Äpfel hast du nicht verstanden? Der hat die gefressen und die weniger Unglücklichen elendig ersäuft. Und in meiner Welt ist es durchaus freundlich, jemanden, den man gerade kennengelernt hat, etwas zu trinken anzubieten. Da könnten sich manche eine Scheibe von abschneiden. Gut, ich gebe zu, unschuldig war das falsche Wort. Nehmen wir das Ganze mal so hin. Ein alkoholabhängiger, zahmer Kraken namens Greg. Ich habe da mal so ein Lied gehört, bei dem ist auch von Greg die Rede. Ein ziemlicher Ohrwurm. Captain Mary, ach, da springen von den Tiden, sag an, wohin die Donnergurgler segeln soll. Wir hoffen, die Fässer sind voll. Rum, 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 rum. Ja, das Lied ist großartig, aber es wurde zu Anfang unserer Karriere von dem Baden Kaspar komponiert. Und das Problem ist einfach, also versteh mich nicht falsch. Es ist wirklich gut und stellt unsere Abenteuer der Anfangszeit sehr gut dar. Aber ganz ehrlich, wenn du das über Jahre täglich von dir gefordert bekommst, zu singen, geht es einem irgendwann auf die Nerven. Mit dem Rum, 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 Rum. Jeder, der dich trifft, fängt an, das zu singen. Also, es tut mir leid, aber bei aller Liebe, das ist dann doch irgendwann nervig. Aber ja, es ist ein Immergrün und es ist ein verdammt gutes Lied. Und es ist alles wahr. Alles genau so passiert. Wenn ihr es mal hören wollt, fragt Polly. Die hat das auch ziemlich gut drauf. Wenn sie es spielen möchte, wie gesagt, aus genannten Gründen ist es in meinen Augen nachvollziehbar, wenn man ein bisschen übersättigt ist. Gut, das ist irgendwo nachvollziehbar. Trotzdem ist es ein ziemlicher Ohrwurm. Inzwischen sind sie nun ja nicht mehr Kapitänin, sondern Kommodorin. Wie schafft man das? Ja, also es ist im Prinzip einfach, wenn die eigene Kompetenz dermaßen ins Auge sticht. Münzquell ist gewachsen, es gab immer mehr Crews, irgendwer musste die ganzen losen Enden zusammenführen und diesem ganzen Haufen da irgendwie eine Form geben. Da kam ich als Rangälteste und mit Abstand kompetenteste meines Standes eigentlich als einzige in Frage. Nun ist der Flohhaufen, den ich hüten muss, halt einfach noch ein bisschen größer. Mir fehlt es aber manchmal, so viel unterwegs zu sein. Also es bindet einen doch an den Hafen. Man muss sehr viel koordinieren, sehr viel organisieren und ich bin deswegen wesentlich weniger unterwegs. Verstehe. Das klingt, als wären Sie sehr talentiert und selbstbewusst. Wie halten Sie diesen Flohhaufen denn zusammen? Das muss ja schwierig sein, so viele verschiedene Querköpfe. Ja, also das Allerwichtigste für das Funktionieren dieser Flotte ist der Kodex. Alle unterschreiben den Kodex, alle
haben Rechte und Pflichten. Wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Also auch die leitenden Persönlichkeiten haben Pflichten. Es gab da einen verheißungsvollen Abend. Im Kodex steht nämlich, dass ein Recht der Crew ist, an jedem Seemannssonntag, der übrigens donnerstags ist, entweder eine Frau für die Crew zu bekommen oder Pudding. Die meisten wollen Pudding, weil eine Frau für die gesamte Crew, da scheut sich dann doch der ein oder andere. Auf einem unserer ersten Landgänge war es mir nicht möglich, Pudding zu besorgen. Die Crew war sehr niedergeschlagen. Auf jeden Fall sind sie auf dem Herzug umhergeirrt und suchten nach einer Lösung. Sie berichteten einer Schankmaid aus dem Roten Stern von ihrer Not. Und in der Tat hat sie es geschafft, der Crew Pudding zu besorgen von den eigenen Vorräten. Es ist ein Frevel, den ich mir bis heute vorwerfen lassen muss. Wie gesagt, Rechte und Pflichten auf beiden Seiten. So funktioniert das eben. Fortschrittlich mit Dokumenten und einheitlichen Regelungen zu arbeiten. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sie hier zu interviewen und ein bisschen mehr über das Leben von einer Mariana Achterspring von den Tiden zu erfahren. Ja, und ich verbleibe mit Petri Heil. Das sagt man unter Anglern. Komodo Mariana Achterspring von den Tiden, meine lieben Lablinge.